Dude, heute wollte ich mal über ein Thema sprechen, das mir schon sehr, sehr lang auf der Leber liegt, nennen wir es einmal so. Und es geht um Fit- und Fett-Shaming, beziehungsweise den Unterschied oder was okay ist und was nicht okay ist. Und natürlich weiß ich, dass das jetzt so auf die Art von so einer Meathead-Perspektive ein bisschen von mir kommt, beziehungsweise vom Bodybuilding. Aber ich sprich, wenn ich von Fit-Shaming eigentlich jetzt spreche, nicht per se vom 120 Kilo Bodybuilder, der natürlich überall Aufsehen erregt, wenn er jetzt in irgendeinem Tanktop vielleicht herumläuft, sondern eigentlich so eher von dem fitten Menschen, der so ein bisschen sich bewusster ernährt, einfach wirklich drauf schaut, dass er auf seine Meals am Tag kommt, dass er sein Cardio macht, dass er alles wirklich gut durchzieht. Das ist eigentlich so der fitte Mensch, von dem ich spreche. Und der unter Anführungszeichen fette Mensch, darf man ja normalerweise wahrscheinlich gar nicht mehr so sagen, ist der, der schon gesundheitliche Schäden davon trägt, eigentlich wirklich so viel Körperfett zu haben, sei es jetzt ein Lipidem zu haben, sei es jetzt einfach schon einen hohen Blutdruck zu haben, einen schlechten Blutzucker oder was auch immer, schlechtes Cholesterin, alles was mit Übergewicht zu tun hat, ja. Deswegen, wie gesagt, das Thema liegt mir schon sehr, sehr lange am Herzen, dass das eigentlich schon sehr oft in die falsche Richtung geht. Vor allem dieses Fit-Shaming. Es ist oft so, wenn jemand jetzt zum Beispiel bei der Katharina oder bei mir im Coaching anfängt, die Leute stellen natürlich ihren Ernährungsstil und auch Lebensstil um. Das Ganze wird aber dann entweder von Arbeit oder von Freunden, die man in der Vergangenheit oder vielleicht noch hat, nicht supportet. Es wird gesagt, okay, bei Familienfeiern musst du auch das essen oder bei einer Firmenfeier ist der Chef dann vielleicht sauer, weil du nicht das fette Schweinefleisch mit isst oder was auch immer, wenn du dich jetzt vielleicht auch noch vegan ernähren willst, wirst du vielleicht gar kein Fleisch essen auf der Feier und hältst dich eigentlich eher an deine Lebensmittel. Die Leute sind aber dann wirklich sauer auf einen oder auch Familien zerstreiten sie da sehr, sehr oft und das finde ich halt echt sehr, sehr pervers, vor allem wenn es von Familien kommt, die selber schon die Probleme haben, da wo das schon in der Familie liegt und derjenige möchte ausbrechen aus dem Ganzen und wird aber nicht supportet, sondern eigentlich eher noch runtergezogen von den anderen und sagen, okay, na, du musst mit uns mitessen, sonst bist du nicht mehr Part von was auch immer unserer Gesellschaft, dieser kranken Gesellschaft, die es eigentlich zurzeit schon gibt, die zum Beispiel sagt, er nimmt ein Kreatin, das ist ganz schlimm, da habe ich ganz schlimme Sachen drüber gehört, oder er supportet seine Diät mit MetaPro oder Metacaps, was auch immer, das ist sehr, sehr gefährlich, das gleicht schon einer Droge, solche Sachen, die was schon jahrelang geprüft worden sind und was einfach generell helfen, das geht mir ehrlich gesagt im Kopf nicht ein, warum es sowas gibt, warum man die Leute, die wirklich einen gesunden Lebensstil oder halt vielleicht auch ein Leistungsziel, sei es jetzt im Bodybuilding haben, dann halt einfach einmal supporten kann, vor allem, wenn es jetzt ein Arbeitskollege ist oder auch in der Familie ist, dass dann einfach wirklich so, jetzt wirst du aber schon zu viel, wo die Leute gerade mal anfangen, ihre Ernährung umzustellen. Natürlich merkt man da einfach schnelle Resultate. Und wenn jemand das wirklich will, dass er sein Ernährungs-, was heißt wirklich will, eigentlich sollten das alle wollen, dass sie wirklich auf ihre Gesundheit achten. Es muss jetzt ja gar nicht Bodybuilding sein oder es muss jetzt ja gar nicht extremes Training im Gym sein, aber generell einfach den Lebensstil einmal so anzugleichen, dass zumindest vielleicht einmal die Blutwerte häufig in Range sind und nicht der LDL nach oben schießt wie nix und der HDL vielleicht extrem niedrig ist oder das waren jetzt mal die Blutfette, was ich da jetzt genannt habe, was bei sehr, sehr vielen ist oder bei sehr vielen Übergewichtigen, wo einfach wirklich der Blutdruck schon gegen die Decke schießt. Es gibt heutzutage einfach schon so viele Leute, die euch helfen können, gesünder zu leben oder auch im Internet gibt es schon so viele Informationen. Ich weiß, Internet ist wieder sehr, sehr groß, aber es sind doch einfach Sachen da, die was schon helfen, um einfach wirklich einen gesünderen Lebensstil zu haben. Aber wieder zurückzukommen auf das Fit-Shaming, das ist für mich eigentlich fast das Schlimmste. Weil ein fitter Mensch würde nie hergehen und sagen, boah, der ist aber fett,
schau dir den mal an. So wie es zum Beispiel jetzt oft im Restaurant passiert, wenn jemand reinkommt, der vielleicht ein bisschen besser gebaut ist oder was auch immer, einfach sie, wie gesagt, da einen gesünderen Lebensstil hält oder ein Leistungsziel hat, und dann wird mit dem Finger auf den gezeigt und die Leute müssen sich schon so auf die Art, dürfen sich gar kein Tanktop mehr anziehen, weil die Leute im Prinzip da das immer so ein bisschen negativ reden, sagen wir mal so. Und für Leute, die damit wirklich Probleme dann haben, kann das auch wirklich so sein, dass sie dann wieder runterzieht und dann wieder in die Richtung geht, dass sie sich einfach wieder ungesünder ernähren und sie einfach der ungesunden Gesellschaft dann angleichen. Das ist für mich ein extrem sensibles Thema, muss ich sagen, weil, wie gesagt, einfach nie ein fitter Mensch hergehen würde und sagen, boah, der ist so fett, obwohl es vielleicht bei manchen sogar helfen würde, wenn man sagt, hey, du bist jetzt schon sehr, sehr übergewichtig, solltest dir vielleicht einmal Gedanken machen, dass man da mit der Ernährung einfach bei dir mal was macht oder dass du dich wieder mal ein bisschen mehr bewegst. Solche Sachen werden dann sofort negativ aufgenommen von jemandem, der es vielleicht aber auch wirklich braucht. Das heißt, da muss auf jeden Fall ein extremes Umdenken einmal passieren, was das angeht. Und es geht jetzt gar nicht um das, braucht die ganzen Supplements, ihr braucht es im Prinzip nichts, ihr braucht es einfach einmal das Wissen und den Willen zur Veränderung. Das heißt, wie gesagt, und lasst bitte das mit dem Fit-Shaming sein für Leute, die sich halt wirklich verändern wollen oder vielleicht auch schon irgendwelche Lifestyle-Krankheiten haben, wie Diabetes, wie Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder halt Lipödem, die aus diesem ganzen Schema ausbrechen wollen und sie wirklich gesünder ernähren wollen. Die sollte man eigentlich eher supporten und jetzt nicht, wie gesagt, entweder auf einer Familienfeier oder auf einer Firmenfeier dann wieder versuchen, in das alte Schema zurückzuziehen. Man muss einfach da mit ein bisschen mehr Akzeptanz wieder an die ganze Sache rangehen, würde ich sagen. Und ja, wie gesagt, das ist einfach so ein bisschen ein Thema, was mir heute am Herzen liegt. Heute gibt's einmal kein Trainingsvideo. Heute steht nur Cardio im Programm. Heute ist Rest Day. Check-in beim Stefan heute auch noch gemacht, um ein bisschen was Persönliches ins Video einzubringen. Ja, es geht bei uns eigentlich, bei mir sehr, sehr gut voran. Ja, und freue mich auf jeden Fall auf die kommende Off-Season. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten YouTube-Video. Ciao, pfiat euch.